Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout. So, ah Mann, dieser Mist hier. Ich hab's jetzt noch ein paar Mal versucht, der Kampf gegen Decker und seine Bande. Ich hab Decker getötet mit einem kritischen Treffer in den Kopf. Über 50 Punkte Schaden habe ich eben gemacht. Das war ganz schön heftig. Aber der Rest der Bande lebt noch und meine Leute sind soweit auch noch in Ordnung. Ich habe es jetzt einfach mal geladen, weil sich das Spiel noch ein paar Mal aufgehängt hat. Der Kampf ist irgendwie nicht sehr beliebt bei der Engine. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sind das hier noch alles Decker-Wachen. Und dem schieße ich mal in die Augen. Ich hoffe, ich treffe ihn. Jawohl. 7 Trefferpunkte. Willst du mich verarschen? Ich habe ihm in die Augen mit einem Gewehr geschossen. Oder mit einem Gewehr in die Augen geschossen. Ja. Mhm. Und Cain benutzt erstmal 3 Stimpaks. Und haut Green mit den Fäusten fast tot. Das kannst du mir nicht erzählen, ganz ehrlich. Das ist Mist. Das ist absoluter Mist. Ich finde das ziemlich bescheuert mit den kritischen Treffern hier manchmal. Ja. Wahrscheinlich hat er mir jetzt auch wieder 70 Schaden gemacht. Nein. Oh, egal. Na komm, auch ins Gesicht schieße ich dir nochmal in den Kopf. Bam. 22. Na gut. Ich ergebe mich, ich ergebe mich. Ist Cain tot? Cain ist tot? Ernsthaft? Wow. Ich ergebe mich. Tut ihr wirklich? Das glaube ich euch nicht. Ich werde mal speichern. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die mich gerade verarschen. Der hat Cain getötet? Wirklich? Oder? Also ich sehe Blut auf dem Boden. Schießen wir mal in den Kopf. Bam. Au. Für 8 Trefferpunkte. Warum? Ich schieße ihm in den Kopf. Verdammt. Das ist doch Mist. Ich schieße ihm wirklich in den Kopf. Und das zerstört die gar nicht, oder was? Mal hier. Nochmal. Achtung. Pass auf. Kopf. Und 6 Trefferpunkte. Och, Kinder. Es ist Mist. Dieses Treffen hier. Das ist echt Mist. Weißt du, wenn ich hier vor jemandem stehe, halte ihm das Gewehr quasi an den Schädel und drücke ab. Wie kann ich dann vorbeischießen? Hoppala. Wie geht das? Guck mal. Ach, jetzt. Ja, danke. Warte mal, wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch? Ich kann nicht mehr genug. Er ist tot. Gut, wir haben es geschafft. Yay. Alle tot. Und? Was sagst du jetzt, Green? Mann, das war eine Schlacht. Du hast dich gut gehalten. Jetzt, da Decker und Cain weg sind, wird der Rest des Untergrunds bald fallen. Ohne Führung können Organisationen wie sie nicht überleben. Niemand hier ist clever genug, die Zügel in die Hand zu nehmen. Also, du hast den Rest der Belohnung. Da hast du den Rest der Belohnung. Danke noch einmal für deine Hilfe. Die Stadt steht tief in deiner Schuld. Der Sheriff reicht dir 1000 Deckel. Wuhu! 1400 Erfahrungspunkte und ein neues Level. Yeah! Cool. Oh Leute, das war ekelhaft, ekelhaft anstrengend. Was? Schnellere Reaktion? Begabt? Achso, ich kann nur Punkte verteilen. Ruf allgemein 14. Aha. Schnelle Reaktion. Begabt und treffsicher. Schade, ich habe gedacht, ich kann mir was aussuchen, aber das kommt wohl erst mit Level 6. Boah. 5 Trefferpunkte dazu bekommen und ich bin verstrahlt? Aha. Ich wurde erheblich verstrahlt. Wo denn, bitte? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. So, kleine Waffen. Machen wir mal ein bisschen was. Reden. Reden auf jeden Fall. Und handeln, oder? Ja. Oh, ein bisschen was auf Handeln. Und, schleichen jetzt nicht so. Erste Hilfe vielleicht noch. Erste Hilfe. Nee, warte mal. Waffen. Machen wir 100% auf Waffen, komm. Gut, ihr meintet auch, das kann man drüber skillen. Das werde ich vielleicht irgendwann mal machen. So, gehen wir mal zum Händler. Ich muss ein bisschen was loswerden. Ich bin viel zu schwer beladen, habe ich gemerkt. Was? Ach, bitte leg dann... Ja, Entschuldigung. Ganz vergessen. So, ich möchte gern was kaufen bei dir. Eieieiei. Was verkaufen wir denn? Ich habe viel zu viel Zeug dabei, habe ich gemerkt. Ich bin überladen. Wie viel hast du denn? Wie viel Kronkorken? Hast du überhaupt noch Kronkorken? Ja, 1300. Ich könnte wahrscheinlich mal Stimpaks benutzen. Was ist das hier? 5 mm. Warte mal, die gebe ich dir mal alle. Oh, 200. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Jagdgewehr. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Oh Gott, habe ich da viel Munition für? Ich glaube, so viel brauche ich nie hier. 44er? Ne, warte mal, was für... Welche Munition brauche ich dafür? Ach, das habe ich ja ausgerüstet. So, 440. Dann.
Offer. Gut, warte mal, ich muss mal gucken, was mein Gewehr... Ich vergesse das immer wieder, aber ich glaube 44er FMJ brauche ich dafür. Nee, 223er. Okay. Was hat denn Ian? Der schlägt die ganze Zeit mit dem Messer zu, fällt mir auf. Naja. Hier, Butter. 223er, dann brauche ich die hier schon mal nicht. Ja. Alle. Zack. 200. Und hier alles 350. Die könnte ich eigentlich behalten, aber da könnte ich mich sehr günstig mitteilen auf jeden Fall. Ich habe schon 10.000 Kronkorken. Wuhuhuhu. Hm. Ich habe davon eigentlich viel zu viel. Viel zu viel Munition. Und ich kann nicht so viel tragen. Warum auch immer ich so überbeladen bin. Das ist, liegt bestimmt an der Rüstung, glaube ich. Also das muss die Rüstung sein, dass ich so viel... Hm. Sonst habe ich nämlich nicht sehr viel in den Taschen. Also ich glaube nicht, dass Stimpaks was wiegen, oder? Ist so? Hm. Bitte? Gucken wir mal. Inventar. 130 Gewicht. Was wiegt das hier alles denn? 5 Pfund. 2 Pfund. Die wiegen gar nichts. Warm und abgestanden. 10 Pfund! Das Seil wiegt 10 Pfund. Ich glaube, das werde ich verkaufen. Die kann ich mir im Notfall auch schnell wieder kaufen. Lässig, robust, unauffällig. Mit optionaler Reichweite. Ne, RS 121 Schnittstelle. 1 Pfund. 2 Pfund. Insgesamt. Na, das geht ja noch. Warum habe ich hier. Warum habe ich die Seile hier doppelt? Die Seile wiegen auch mal 10 Pfund eben, ne? Oh, warte mal. Sehe ich das richtig? 2 Pfund. Das, die Munition wiegt pro Einheit, pro Magazin 2 Pfund. Das heißt, das sind 7 Einheiten, also 14 Pfund. Na gut, das geht ja noch. Das geht ja noch. So, ich verkaufe dir mal die Seile. Warum habe ich so viele Seile dabei? Die werde ich wahrscheinlich nie brauchen im Spiel weiterhin. Oder? Na, 25. Kriegst du da noch eins. Dann 50. Naja. Ist Dynamit? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich habe keine Ahnung. Gebt mir ruhig mal in der Richtung vielleicht so einen kleinen Hinweis, ob ich das verkaufen sollte. Hoppala, ich bin so ein Eumel, ne? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe auf der 0 vom Numpad habe ich meine Aufnahmetaste. Und ich habe eben genau die 0 gedrückt beim Eintippen der Zahl. Gut, ne? Habe ich gut gemacht. Deswegen hat es die Aufnahme kurz beendet. So. Was haben wir hier noch? Ich, nee, warte, 130 Pfund? Wie viel habe ich denn jetzt beladen? 150. Das kann nicht sein, dass ich immer noch 130 Gewicht habe. Ich habe doch die Seile verkauft. Nee, habe ich... Hä? Ich habe doch die... Nee, ich habe es abgebrochen. Bin so ein Eumel. Ja, natürlich, weil ich wieder mit der Aufnahme rumgeschlänzt habe. Alle? Kaufen wir die beide mal? Nein. Beide. Alle. Okay. Und da gibt es mir da 50 Kronkorken für. Und... Die hätte ich gerne. So, diesmal mache ich es nicht mit der Numlock-Taste. Dann und Offer. Jetzt, jetzt, Halle. Hatta, hatta. Warum ist das Seil so viel schwerer als eine Waffe zum Beispiel? Das verstehe ich nicht so ganz. Okay, das FLC. Wo waren das mit Decker? Das war da unten irgendwo, ne? Kommst du mal? Hm. Wo war das mit Decker jetzt? Das war hier. Da, genau da war's. Kann ich da jetzt runter oder sind die alle erledigt? Ich will nämlich gerne noch den Loot sammeln. Jawohl. Wo ist der Loot? Na, lass mal da runter. Yes. Ach, da liegen sie alle noch rum. Wie gut ist das denn? Ich kann mir die jetzt noch plündern. Oh, der hat eine Rüstung. Ich einfach mal einen Hammer einsammle. Oh, oh, der hat ganz viel. Die Guti, 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 Guti. War alles mit. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht so schnell überladen. Weil ich möchte unbedingt noch sehen, was Kane dabei hat. Und Decker. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Warte mal. Ian? Was kann ich für dich tun, Mann? Ah, was hat denn die Knarre hier? Dann gebe ich ihm mal die Pistole. Mit dem, nee, 44er. Hä? Wo ist denn die Magnum, die ich jetzt... Ich habe gar keine Magnum aufgesammelt, oder? Ach, verdammt.
Aber er hat doch Munition. Warum haut er denn die ganze Zeit mit Pistole, mit Dings zu, ne? Stehe ich nicht. Nom nom nom. Bringt das was? Ich trinke die Cola und das bringt nichts, oder? Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Was? Was zur Hölle? Was? Präparate? Moment, wie? Ich habe Präparate. Nuka-Cola ist ein Präparat? Was hat das jetzt gebracht? Ich bin verstrahlt, aber... Ich habe irgendwas... Na toll. Habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich habe einfach mal Cola gesoffen. Legion am Spieß. Gibt mir das Lebensenergie? Okay, es passiert nichts. Ich bin nicht überladen, oder? Weil ich laufe gerade so lang. Oh ne, okay. Gott, die kann ich nehmen. Ja, dann gebe ich die mal Ian, ne? Vielleicht schießt er jetzt mal damit. So, handeln. Mein lieber Freund, wie wäre es, wenn du jetzt mal die Knarre nimmst und wieder rumballerst? Das fände ich ganz gut von dir. Aber warte mal, die Rüstung, die wird ihm wahrscheinlich auch was bringen, oder? Oh Gott, die gibt so viel Geld. Ich bin ein bisschen geizig gerade. 44er JAP. Ich gebe ihm mal die Rüstung. Eine Rüstung. Nein. So, done. Ich hoffe, du ziehst dir auch an, Ian. Bitteschön, anbieten. Oh, das ist ein gutes Geschäft. Ja. Ich schenke dir das. Das ist kein Geschäft, das ist eine Schenkung. Nennt man das. Den hatte ich ausgeräumt. Warte mal, gucken wir uns hier noch ganz kurz um. Ich muss sowieso gleich nochmal her. Was ist denn so schwer in meinem Inventar? Ich raff es nicht. Ich könnte auch Ian mal ein paar Sachen zuschustern, die ich sowieso später brauche. Aber doch, so ein Seil oder so, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, ne? Ululululu, was hat der denn alles? Was ist das hier? Das ist Buffout. Und das ist ein Schlagring mit Spitzen. Psycho. Ach du Elend. Kann ich dir denn, wenn ich die schnell rüberziehen könnte? Ihr habt gesagt, das geht wohl irgendwie, aber ich habe keine Ahnung. Der hat alles voller Drogen. Sag mal, was ist das für ein Kerle? Warte mal, dann werde ich mir mal vielleicht den Schlagring anziehen. Bringt der was? Weil den möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ihren geben. Der scheint ziemlich gut zu sein, der Schlagring. Mindeststärke 1, Gewicht 1 Pfund. Verbesserte Version des klassischen Schlagrings. Der mit Spitzen versehene Schlagring richtet im unbewaffneten Kampf mehr Schaden an. 4 bis 11. Oh, das ist gut. Wahrscheinlich sieht den nicht mal jemand, wenn ich den trage. Ich komme gleich wieder. So, ich gehe nochmal zum Waffenladen. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich verkloppe jetzt einfach den Mist, den ich hier aufsammle und komme dann wieder. Lalala. Ich werde ein bisschen... ich habe einfach viel zu viel Zeug dabei. Ich frage mich. Oh, was? Okay. Ist ja cool jetzt. Sag mal. Bleib mal geschmeidig. Ich habe die Waffen doch... Weißt du, ich habe einen Schlagring an der Hand und sie dreht total am Rad. Als würde ich sie jetzt mit einer Bazooka bedrohen oder so. Stelle man sich mal vor. Das kriegst du? 800. Boah. Den Hammer mit großem Griff. Mindeststärke 6. 10mm JHP. Die gebe ich dann Ian, glaube ich, die Dinger. 1000. Boah. Hast du überhaupt noch so viele Kronkorken? 1300 sogar. 1800. Ja. Tragisch, ne? Tragisch. Na. 6. 386. So. Jetzt hat sie keine Kronkorken mehr. Hast du noch irgendwas anderes, was von Wert ist für mich? Stimpaks oder so? Nein. Dammit. Ein Hammer hat sie übrigens auch noch dabei. Soll ich mir eine Granate zurückkaufen? Ich meine. Im Prinzip ist es ja egal. Was ich mir kaufe. Hauptsache, ist nicht so schwer. Ich kaufe mal ein paar Granaten zurück. Oh, das war zu viel. Dann. Vielleicht noch eine Signalfackel. Ja, das geht eigentlich. Na komm, dann verliere ich nicht zu viel. Immerhin ein bisschen Gewicht. Bisschen gewichtlos geworden.
Die Munition gebe ich dann ihren. Hauptsache ich werde hier reich, ne? Hauptsache ich werde richtig, richtig reich. Darum geht es mir nur in dem Spiel. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich nicht. Ihren, geh mal weg, bitte. Ich habe immer noch Präparate in mir. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Diese Nuka-Cola. Ach, warte mal, der General Store. Da kann ich doch Bücher einkaufen, ne? Vielleicht wollen die noch ein bisschen Geld loswerden. Na? Mensch, was kaufen? Ja, guck mal. Okay. Du hast Stimpaks und du hast anderes Zeug. Super Stimpak. Werkzeuge, Radaway, das Laufwerk hast du. Vielleicht ein bisschen Radaway, ich bin ja eh verstrahlt, oder? Warte mal, erstmal die ganzen Nuka, die ganzen Leguan-Dinger kriegst du. 64 immerhin. Ich weiß nicht, das Funkgerät, brauche ich das überhaupt jemals wieder? Ach gut, der Hammer, der gibt ja gar nichts, das ist schön zu wissen. Der, 219. Ich will mal Drogen hier verkaufen. Voll gut, ne? So. Ich meine, Ian, der braucht die ja scheinbar nicht, sonst würde er sie ja nutzen, die Schuss, sonst, ne, das ist ganz... So, dann gibst du mir den Rest neuen Kronkorken zurück. 494. Zack. Und Offer. Dann komme ich gleich nochmal wieder und bring dir den anderen Ramsch, den ich von denen jetzt noch hole. Das ist so gut. Das ist so gut. Oder ich gehe nochmal zum Bücherladen und hole mir da die ganzen Bücher jetzt von der alten. Das wäre auch eine Idee, ne? Das ist eine gute Idee. Die waren sehr teuer. Und die Kronkorken wiegen ja... Also stell dich mal vor, das Geld wird hier was wiegen. Das wäre natürlich heftig. Ich meine... So ungefähr wie ein Metro, dass so Patronengeld sind. Oh, was ist das? Was ist das? Eine 14mm Pistole. Okay. Packen wir doch gerne ein. So, und jetzt kommen wir zum Haupt... Zum Jackpot quasi. Der hat nämlich gar nichts dabei. Wurfmesser. Na toll. Hast du Wurfmesser? Bist du ja mein Held. Im Regal ist nix. Einfach mal die ganze Unterwelt vom Hub ausgelöscht, weißt du? Das ist so gut. Einfach mal so mir nichts, dir nichts, alle weggebatzt. Na, so mir nichts, dir nichts war es jetzt wirklich nicht. Es war schon ein harter Kampf, muss man sagen. Jetzt habt doch mal was in den Schränken, ihr Säcke. Haben sie gar nicht. Da ist nichts. Lass mich schnell, bevor die wieder nachkommen und ich nicht mehr durch kann. Okay, es geht doch gar nicht. Da ist nichts. Ich lösche hier eine ganze Verbrecherbande aus und die haben nichts. Was sollen die für Pfeifen? Kine. Oh, das war nur Dogmeat. Und die haben mir das Leben so schwer gemacht. Tja. Da liegt da was auf dem Boden. Du hast nichts mehr. Du hast nichts mehr. Du hattest noch was? Na. Geh hoch. Ach, Dogmeat. Oh, you. Sperren wir wieder den Weg. Komm. Du hast auch nichts mehr. Okay, dann war es das echt jetzt hier. Schade. Das finde ich auch lustig, die lassen... Ian. Die lassen die einfach mal liegen, ne? Die lassen einfach alle Leichen hier rumliegen. Das interessiert die gar nicht. Den Sheriff und den Rest, meine ich. Na, kann ich jetzt... Oh Gott, jetzt versperrt er wieder den Weg, ne? Du Vogel. Das war die Karawane. Da hatten wir den Bücherladen, ne? Hier neben. Gehen wir mal gucken. Yo, das war die Büchertruller. Was für Bücher hast du? Zeig mal. Guck mal, da habe ich schon die ganzen Waffen verkauft, voll gut. Fachlexika, Dienst Electronics. Erste-Hilfe-Buch. Gewehre und Kugeln. Warte, was kostet das nochmal? Boah, stolzer Preis, ne? Haben wir alle. Und dafür... Kriegst ein paar Drogen, was hältst du davon? Ist gut, ne? Drogen sind super für dich. Die sind gut für dich. Ich glaube, die Pistole will ich auch nicht. Das ist mir ein bisschen zu ramschig. Oh, die Messer geben ja ganz schön viel. Das Pfadfinderbuch ist für Überleben. Das war... Die Fachlexika ist, glaube ich, für Wissenschaft, oder? Oh Gott, die sind ja teuer. Ach du Elend. 3100. Und dann vielleicht noch ein bisschen Gewehre und Kugeln. Ich meine, ich habe es schon auf dem Maximum.
Aber ihr habt mir geschrieben, ich kann es wohl doch steigern über das Maximum hinaus. Ach komm, die Mentats kriegst du auch noch. 4300 und dann den Rest gleichst du mir mit Kronkorkeln aus, gute Frau. Das sind 85. Zack. Zack. Okay, dann haben wir's. Plapp. Lups und tschüss. Okay, das ist ein gutes Geschäft. Ja, das denken die immer, ne? Das ist nämlich der Trick dabei. Man muss den Leuten glauben machen, dass sie ein gutes Geschäft gemacht haben. Und im Endeffekt hat man sie total ausgenommen. Das ist super. So. Ach, dafür geht auch die Zeit, ne? Warte, jetzt muss ich ja mal schauen. Gewehre und Kugeln. Ja, ich muss da raus erst. Okay, das geht wohl doch nicht mehr weiter. Na egal. Ja. Ich dachte, das kann man über die maximale Fähigkeit steigern. Ach nee, das war Gewehre und Kugeln. Was habe ich denn eben gelesen? Das Fachlexika-Dingens. Ja. So. Und? Das Gewehre und Kugeln. Was hat mir das gebracht? 100% immer noch. Naja, auch nicht schlimm. So, nehmen wir weiter. 111 Gewicht. Das wird ja immer besser. Kann ich doch alle lesen? So. Oh, es wird immer später. Und die wiegen schon ein bisschen was, die Bücher. Seht mal. So. Auch nochmal das. Zack. Und. Erste Hilfe. Auf mich. Hat das was? Ja, 3 Punkte, immerhin. Erste Hilfe. 77% übrigens schon. Das ist voll gut. 45. Ich versuch mal auf Doggy. Komm her, Doggy. Komm her. Komm her. Braver Hund. No, Dogmeat sieht bereits gesund aus. Ach so, weil ihr mir auch wieder geschrieben habt, dass ich wohl Dogmeat manchmal heilen soll. Aber der scheint sich selbst zu heilen nach Kämpfen. Voll gut. Yes. Und ich hab mich... Oh ne, ich hab noch... Ich hab insgesamt 52, ne? Durch den Level-Up. Cool. Oh. Du hast deine Fähigkeit überanstrengt. Warte einen Augenblick. So, Augenblick ist vorbei, jetzt müsste ich ja wieder, ne? Ne, Quatsch. Speichern. So, jetzt habe ich einen Quicksave ausgewählt, ne? Jetzt kann ich doch... Nein. Nein. Na. Warum geht das nicht? Ich wollte Eintrag für Schnellspeichern wählen. So, kann ich jetzt immer... Ja, okay, jetzt kann ich immer schnell speichern. Gut, gucken wir mal, was sind da die Quests? Noch 117 Tage. Och, läuft, bei mir läuft. Archive. Nee. Status? Wo waren das mit den... Suche den Steuerchip. Mach ich. Hab. Suche die fehlenden Caravans. Okay. Junktown. Lass die Skulls Gang auffliegen. Und Shady Sands. Bla. Wie kann ich denn die Skulls Gang auffliegen lassen, ist die Frage. Hm. Hier bin ich ja soweit fertig, oder? Im Hub. Müsste ich eigentlich. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt noch machen kann. Fargo Traders. Ja, gucken wir da mal rein. Die Fargo Traders, geleitet von Butch Harris. Er ist nicht unbedingt der hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Hallo, wenn du einen Job bei Kevin mit Rutger. Rutger Hauer oder was? Hallo und willkommen bei den Fargo Traders. Können wir dir behilflich sein? Könnt ihr Wasser transportieren? Also, wir können Wasser transportieren, aber das kostet eine Kleinigkeit. Wie viel brauchst du und wohin soll es gebracht werden? Ich brauche alles. Eines Tages werde ich den Planeten verändern, du wirst schon sehen. Na, ich weiß nicht. Ich werde das mal nicht ansprechen, oder? Na, ich sag's mal, es bringt ja nichts mehr, ich kann es nicht mehr abbrechen. Nein, ich sag das hier. Ich brauche alles. Okay, der nimmt mich jetzt nicht für voll, oder was? Butch. Mhm. Jetzt ist die Musik weg. Ach, da kommt sie wieder. Dachte eben schon. Ach, guck mal, hier geht's ja auch noch weiter. War ich hier schon? Ich war hier noch gar nicht. Cool. Ey, das Hub ist ja riesig. Ein Skag? Ernsthaft? Ja, es ist so schön. Viel schöner als mein altes Zuhause. Skags sind doch Tiere. Ich verstehe das nicht. Hallo. Wer bist du? Skag. Wo ist meine Decke? Du bist eine Wand. Slappy. Bleibst du mal stehen, Slappy.
Oh, schön, schön, warum gibt es den Mond? Was machst du hier? Machen, ich machen, dann du machst, dann wir alle machen. Jetzt mal im Ernst, was machst du? Ich tu dies, dann jenes. Hast du Harold gesehen? Harold ist lustig, seine Haare fallen aus in den Wind. Da fliegen sie, Wind, Wind, was auch immer. Ja, der ist ein bisschen verwirrt. Gib mir das Zucker, Baby. Das sind einfach Obdachlose hier, das sind Penner. Also, na, die sind nicht obdachlos, aber ihr seht ja, wie die hausen. Das ist nicht... Da, da, da. Bisschen verrückt, der gute Slappy, Sloppy. Ich gucke jetzt mal alles hier durch, aber das sieht nicht sehr... Skag. Ne Bauern. Skag. Ich glaube, die Skags sind sowas wie, ja... Das sind so die Slums hier, ne? Old Town, na gut. Das ist halt Old Town. Irgendwas? Also ich meine, einen nennenswerten Ort, wo man was machen kann hier? Oder ist das nicht? Oh oh. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Vance ist der Name und mehr brauchst du nicht zu wissen. Willst du was? Wie soll ich das wissen, wenn du mir nicht sagst, was du verkaufst? Nee. Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Vance. Was hast du denn? Du scheinst in Ordnung zu sein. Hier, das sind meine Waren. Ah, der hat Handelswaren. Cool. Ah. Okay, der verkauft Drogen. Radex, cool. Eine Lederjacke. Was kostet denn hier bei dir das Radex, bitte? 454. Ja, fantastisch. Ich gebe ihm mal ein... Warte mal, ich brauche eigentlich Radex. Ich muss mich mal von der Radioaktivität befreien. Ich mach das ungerne. 300. Hast du eigentlich Kronkorken zum Ausgleich? Naja, dann nicht. Das ist schlecht, Kumpel. Das ist echt schlecht. Guck mal, was für ein fürstliches Angebot. Ich muss mich heilen davon, von der Radioaktivität. Okay, danke. Warte mal. Ziehen wir uns gleich mal eins rein. Zisch. Ich hoffe, das taugt was. So. Oh, was seid ihr für Kumpels? Jakes Waffenladen. Hohe Preise, aber wirklich gute Waffen. Jake hat den Waffenhändler. Ja. Ja, ich möchte einen Deal mit dir machen. Nee, kannst du mir was über den Steuerchip erzählen? Mann, du magst das seltene Zeug. Wo warst du bloß, als ich vor ein paar Jahren einige schussabgerichtete Uran verkauft habe? Mhm. Chips habe ich aber nicht. Es gibt keinen Markt dafür. Sonst was? Dann sag mir, was du hast. Nee, was hast du denn alles? Das ist alles, was ich habe. Okay. Oh ja, der hat Kronkorken. Oh, eine Sprengrakete. Ein Flammenwerfer. Was ist das? Eine Pulsgranate, ein Raketenwerfer. Ein Sturmgewehr hat er auch noch. Oh Gott, eine Kampfrüstung. Krass. Was ist das? Snipergewehr. Ach du Elend. Der hat ein Snipergewehr, Leute. Energiezellen. Raketen. Sag mal, das ist ja Hammer, was der für ein Sortiment hat. Und ein Kampfgewehr. Was kostet das denn? Das ist eine Schrotflinte, ne? 4800, okay. Ich habe das Geld, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt. 3700, das geht sogar noch. Die Kampfrüstung kostet was? Ach du Heiliger. 10.833. Macht das Sinn? Ist die Frage an dieser Stelle. Macht es Sinn, mir die Kampfrüstung zu kaufen? Wahrscheinlich würdet ihr jetzt sagen, ja, verdammt, kauft ihr das Ding. Und ich glaube, ich mache das auch, aber... Ich möchte das nicht durch meine ganzen Kronkorken jetzt ausgleichen, ehrlich gesagt. 200, ne, das bringt nichts. Ach man, hätte ich doch ein bisschen mehr Geld hier reingesteckt. Ist die denn gut, die Kampfrüstung, ist die Frage, ne? Ich biete mir das mal an. Nein, das Angebot ist nicht gut... Warte. Ist nicht gut genug, ach verdammt. Mann. Ich will nämlich vorher speichern, wisst ihr? So. Speichern. Schnellspeicherung erfolgreich durchführt. Ich habe jetzt 17 Rüstung. Mit der anderen hätte ich mehr gehabt, sogar mit der Lederrüstung. Aber da habe ich nicht so viele andere Schutzrichtungen. Warte mal.
Ah, deine Auswahl ist gut, aber ich suche was mit mehr Durchschlagskraft. Irgendeine Idee, wo ich hingehen könnte? Also, du könntest es bei den Gunrunnern drüben in Boneyard versuchen. Die sollten was für deinen Geschmack haben. Ich habe auch gehört, dass die Jungs von der Brotherhood of Steel nette Geräte haben, bei denen... Kannst du es auch mal probieren? Okay. Die Brotherhood, die haben wahrscheinlich dann die Energiewaffen. Ja, zeig mal. Zeig mal. Also die Bruderschaft des Stahls, die sind wahrscheinlich sehr gut in der Richtung. Sehr gut ausgerüstet. Und hat noch... Der Hammer war eben nicht da, ein Superhammer. Der ist neu. Den hast du eben nicht in deinem Sortiment, glaube ich. Ach, Kinder, das sind wieder 10.000... Guck mal, die kann ich mir gar nicht alle auf einmal geben. Das dauert jetzt ein bisschen. Moment. Zack, dann. Dann. Ich glaube nicht, dass ich es mir kaufe, Leute. Das ist Quatsch. Für 10.000 Kronkorken. Ich meine, ich bin ja schon sehr sparsam hoch. Aber. Ich weiß nicht, ob sich das hier rentiert. So. 800. 34. Ach nee, Quatsch. Noch 8. Oh Gott, das nimmt mich total aus. Ja, das ist ein gutes Geschäft, ne? Für dich ist das ein gutes Geschäft. Ich habe schon mal davon gesprochen, dass ich immer die Leute gerne so beeinflusse, dass ich dann mehr rauskriege, aber... 27. Wow. Oh, wow. Das ist schon geil, ne? Die Rüstung ist schon geil. Zeig ich mal. Oh Gott, nein, ich will das nicht machen. Ich schaff's ja auch so ganz gut, hier durchzukommen. Oder? Zumindest 1100. Na komm. Ich lade das nochmal. Ich will das nicht. Danke. Ich will das nicht. Vielleicht gibt's ja später noch was Besseres. Und dann habe ich 10.000 Kronkorken für nichts ausgegeben, versteht ihr? Warte mal, dann wechsle ich lieber. Na, der hat einen höheren Schutzwert, die andere Rüstung. Ich rede nochmal mit Ian und gebe ihm die. So. Warte. Der ist echt Gold wert, der Typ. Warum sollte ich den eigentlich wegschicken? Das ist voll Quatsch. So. Die Metallrüstung war gar nicht so toll, ne? 615. Gebe ich ihm lieber noch ein Stimpack. Da, Kumpel. Nochmal 30 Kronkorken. So eine Abzocke. Ach, warte. Ich gebe ihm lieber sowas hier. Wo ist denn die Signalfackel? Habe ich die denn? 20. Ach Mann. So. Bitte werd glücklich damit. Ich habe echt keine Ahnung, für was ich dem das Zeug geben kann. Das bringt irgendwie gar nichts, ne? So, wo ist meine Lederrüstung? Da. Jetzt habe ich 22. Das ist halt schon ein bisschen mehr, auch wenn es gegen andere Schutzarten, also gegen andere Schadensarten nicht so viel bringt. Ich habe mehr AP dadurch, warum auch immer. Oh, die pennen hier alle, oder was? Skag. Alles klar, also in Old Town finde ich halt hier erstmal lecker. Gute Waffen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich musste den Water Merchants, um einen Chip zu bekommen, einen Steuerchip, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich kriege da nichts. Wo waren die nochmal, die Water Merchants? Und wo war... Da geht's doch noch raus hier neben, genau. Warte. Ach, warte mal, ich hab dort den... Ich konnte eben scannen, aber ich habe den Scanner ja verkauft. Guck mal. Ich hab den Scanner installiert. Ach, Mann. Ja, keine Ahnung, was da gut gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte ich ja die Gegner gesehen. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in den Heights. Die Heights. Was bist du denn für eine? Rick. Eine Wache. Hey, Rick. Was willst du denn? Entschuldigung, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Mach schnell, ich darf im Dienst eigentlich nicht reden. Wo bin ich hier? Wenn du es nicht weißt, solltest du auch nicht hier sein. Hier sind die Heights. Mr. Hightower lebt hier und er trifft Leute nur nach Vereinbarung. Und was machst du hier? Ich sorge dafür, dass niemand Mr. Hightower Ärger macht. Also, ich wollte eigentlich diesem Hightower umlegen. Nee, wo bin ich hier? Ja, gut. Kann ich einen Termin bei diesem Hightower kriegen? Nein. Na toll. Bist nur für einen Vogel. So ein Affe. Soll ich jetzt einfach mal aggressiv sein, ihn umlegen? Nö. Wache von Hightower. Ich geh mal gucken. Hallo.
Ja. Oh, ich kann einfach mal die Türen öffnen und mir die Schränke ansehen. Das finde ich super immer. Da ist nichts drin. Die haben nie was an den Schränken drin. Ich finde das ja... Das ist ja Platzverschwendung hier alles. Auch nichts drin. Sag mal. Arme Schlucker seid ihr. Nichts in den Schränken, dass man plündern kann. Ich finde das ja ein bisschen traurig. Georgie, die Türwache. Georgie. Kann ich dir helfen? Ja, ich soll mich hier mit Mr. Hightower treffen. Was? Ich habe eine Verabredung mit Mr. Hightower und ich bin schon spät dran. Mr. Hightower empfängt nicht jeden. Also mich will er sehen. Okay, dann geh rein. Ihr seid gute Wachen. Ihr seid verdammt gute Wachen, wisst ihr das? Also euch haben sie nicht umsonst bezahlt. Oh, da kommt schon einer raus. Ach, Ian ist einfach mal reingegangen. Das ist cool. Hat sich schon mal hier umgesehen, dass man da mitgehen kann, mitgehen lassen kann. Was führt dich hierher? Ja, ich muss mit Mr. Hightower reden. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Er ist in seinem Büro. Dankeschön. Ja, da ist nichts drin. Ist das Mr. Hightower? Darren Hightower. Hochturm. Herr Hochturm. Den könnte ich eigentlich jetzt kalt machen und keiner wird was merken. Einfach eine Granate ins Handgepäck. In die Taschen schmuggeln, meine ich. Was, da kannst du nicht hin? Warum? Ich kann überall hin. Was ich sehe, kann ich auch erreichen. Erzählt mir das bitte nicht. Nee. Ach, Kina. Ich dachte, hier kann ich voll abstauben, wenn ich einfach mal die ganzen Dinger durchsuche und dann ist nix. So, Mr. Hightower, was machen Sie denn hier? Wer bist du? Wer hat dich reingelassen? Mein Name? Tod. Ich habe eine Nachricht von einem Freund. Ich habe keine Freunde. Wie lautet die Nachricht? Ich liebe dich. Leon, zeig diesem Dummkopf die Tür. Wenn du noch einmal kommst, bringen mir die Wachen in deinen Kopf. Nein, ich wollte doch nur sagen, dass ich ihn liebe. Das ist gemein. Da will man seine Liebe gestehen und darf nicht. Hallo? Weg von der Tür. Ach Mann. Ja, ich wollte mich mit ihm treffen, okay. Ja, ja. Okay, speichern wir nochmal. Zack. Zack. Ich will jetzt wissen, wer dieser Mr. Hightower ist. Dankeschön. So, jetzt aber. Kann ich jetzt endlich mal in Ruhe hier Leute umbringen? Das ist ja furchtbar. Mein Name ist Nan. Leon hat mich reingelassen. War nett, dich kennenzulernen, Nan. Mein Assistent Leon führt dich jetzt nach draußen. Ach, nee. Nee. Das ist doch Mist. Ich würde den jetzt kalt machen. Einfach mal so, weil ich es kann. Na komm. Ich will halt wissen, was man bei ihm machen kann. Wer ist das, der Typ? Ich habe eine Nachricht von einem Freund. Bob schickt mich. Er sagt, dass du ihm 100 Deckel zu viel gezahlt hast und ich soll sie dir geben. Ich kenne keinen Bob, aber ich nehme die 100 Deckel, wenn du... Und du kannst abhauen. Was? Dieses Schwein Bob hat mir nicht genug Deckel gegeben. Ich hol sie schnell, Mr. Hightower, ganz ehrlich. Leon zeigt diesen Dummkopf. Okay. Was ist das für einer? Das ist voll die Witzfigur irgendwie. Ich dachte, die machen hier richtig Stunk und dabei ist es dann so eine Pfeife. Mr. Hightower. Hier, mein Name Tod. Wachenmörder! Aha, hättest du gedacht. Schieß dich jetzt mal ab, du Penner. In den Hinterkopf. Bam. Mr. Hightower ist tot. Oh oh. Was, das wird mir Spaß machen? Komm. Dogmeat, beiß ihn tot. Und Ian, du schlitzt ihn mal. Genau. Das macht ihr schon gut. In die Augen. Oh, dann habe ich die Eingeweide rausgesprengt. Das ist doch schön. Die auch nicht tot. Ach, da kommen sie jetzt alle, oder was? Das haben wir aber nicht gewettet. Dogmeat softet ihn schon mal vor. Und Ian trifft daneben. Fantastisch. Ne, ich will eigentlich nichts. Hier. Treffe ich ihn jetzt noch da oben? Dann treffe ich dich halt, oder? Ne, ich habe keine Sichtlinie, verdammt. Oh, die kommen alle zu mir, das ist ja nett. Was macht ihr denn? Warum beißt du... Achso, Georgie ist tot. Ich dachte, der rennt jetzt weg. Also Ian rennt jetzt weg, habe ich gedacht.
Ich guck mich mal hier um. Ihr macht das schon. Lalala, alle mitnehmen. Ich werde gleich wieder laden, Leute. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht das Spiel so lassen. Also ich werde... Hallo? Bist du mal da runter? Wow. Was? Beiß ihn tot, Hundchen. Nom nom nom. Du schlitzt diesen Arsch hier auf, wie das schon aussieht. Was? Ich kann ihn nicht treffen? Hallo? Hallo? Was soll das denn? Achso, meine Waffe ist leer. Haha. Oh, toll. Wo ist dein Hightower hingelaufen? Da. Au. 7 Punkte. Beisehen. Au, meine Rippen. Hundchen. Na, warte. So. In die Augen. 28. Er hat große Schmerzen. Das tut mir aber leid. Au. Ich habe auch große Schmerzen, weißt du? Ach, Ian, du stehst hinter ihm. Stich ihm in Schiffelmäßig Kidneys oder sowas. In die Nieren stechen. In den Kopf, komm. Bam. Die halt immer noch lebt. Ja, genau. Mag ich am liebsten. Was die aushält. Doggy beißt ihn fast tot und er... Yes. Er ist tot. Er ist tot, Jim. Oh, da ist ein paar Kronkorken für mich. Das ist nett. Danke. So, hast du den Bart mal tot gebissen, den Mann? Der ist ja zäher als Beef Jerky, du. Oh, hier sticht die arme Frau ab. Ist auch nicht besonders nett. Oh, er hat ihn getötet. Was? Das wird dir sehr wehtun und mir kein bisschen. Oh Gott. Hightowers Frau ist tot. Okay. 875 Erfahrungspunkte. Ja. Die hat das, die Wache. Die hat Kronkorken, die gute Frau. Naja. Was hast du? Du hast eine Knarre wahrscheinlich dabei. Ja. Hm. Wenn ich halt wüsste, für was das hier gut war. Der Typ. Nee, ich lade das wieder. Das ist doof. Ich werde nicht einfach sinnlos Leute abschlachten. Dafür bin ich ein zu guter Charakter, würde ich behaupten. Wäre ich böse, dann würde ich sagen, ja. Ich töte einfach mal alle, die mir hier keinen Vorteil verschaffen. Nee. Ach, Kinder. Ich weiß nicht, was ich tun soll. FLC, die Water Merchants waren ja, ne? Wie war das mit dem Steuer-Thieb? Ich habe das leider schon wieder ein bisschen vergessen. Da waren die Water Merchants hier, ne? Hier oben. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Was steht denn hier drauf? Nicht die Wand, das Schild. Was steht denn da? Etwas verrostet. Die Fargo Traders. Nee, soweit habe ich dann alles abgesucht, ne? Was sagt er? Die Fargo Traders. Da wurde, ja, okay. Dann hatten wir schon den Spruch. Ne? Hm. Das war da unten nochmal? Da war ich auch schon, oder? Ach, ich glaube, hier waren die, die Water Merchants. Oder? Ach nee, da sind sie. Aber hier war diese komische Kirche. Bei den Water Merchants konnte ich mir nur eine Zeit kaufen für meine Vault, dass die länger überleben. Das war das. So, rede ich doch mal mit der Troller, die Händlermeisterin. Ach komm, ich gebe ihr die Deckel. Okay, ich kann heute schon damit beginnen, die Caravans, bla bla bla. Ja, komm. Ja, die Vault braucht Wasser. Okay, sie fahren in ein paar Stunden los. Habe ich jetzt 1000 Punkte habe ich jetzt bekommen. 217, das gibt mir 100 Tage plus, das ist ja der Wahnsinn. Wo waren das nochmal mit den... Hub. So, die fehlenden Caravans. Wie finde ich die, ist die Frage. Ich habe leider keine Ahnung. Na gut, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Gefahr für die Vault geschaffen, aber ich habe gleichzeitig auch Zeit dazu gekauft. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wo ist dieser blöde Steuerchip? Wo bekomme ich einen Steuerchip her?
dieser Kirche werde ich auch nichts erreichen, das ist mir bewusst. Hm. Ne, sonst habe ich hier nichts mehr. Ich gehe mal wieder hoch. Vielleicht muss ich die Hub auch bald wieder verlassen, um weiterzuziehen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Boop. So. Dililin. Ich würde gerne wissen, was diese Präparate sein sollen hier. Das ist halt die Nuka-Cola, aber was habe ich davon? Sagt mir ja keiner. Schnelle Reaktion. Karma. Ach, Nuka-Cola abhängig. Du trinkst sehr gerne Nuka-Cola, die Cola der postnuklearen Welt. Na Mann. Ratten. 45 Ratten habe ich schon getötet. Sehr gut. Na gut. Wir müssen es weiter versuchen. Gab es hier noch einen Ausgang? Nein, das war nur der... Schade. Die Hub besteht quasi aus 5 Feldern. Also aus 5 Kartenstücken. Oh, der sieht ja böse aus. Wer bist du denn? Deputy Fry. Ach, das ist Fry. Hallo, Fry. Weißt du, wo ich einen Steuertipp herkriege? Komm. Steuertipp? Also, ich habe von sowas noch nie gehört, aber wenn es irgendwas mit Wasser zu tun hat, dann red mal mit dem Water Merchants. Habe ich schon. Wo geht's denn hier Arbeit? Vielleicht gibt's da noch was zu tun. Das ist im Merchant Market, ein paar Meilen südlich von hier. Da sind 2 Caravanhäuser, das dritte ist weiter südlich. Ich würde die Fargo Trader empfehlen. Sie zahlen gut und sind nicht verrückt. Sind nicht zu verrückt. Okay. Hm. Nee, ich muss echt nochmal ein bisschen jetzt, ne? Muss mich nochmal ein bisschen umsehen hier. Dann komme ich halt später nochmal in den Hub zurück. Jetzt habe ich auch wieder Zeit mit dem Wasserchip. Ihr könnt mir gerne Tipps geben. So ist es ja nicht, ne? Sagt mir, wo ich vielleicht doch mal ein bisschen mehr in Richtung Wasserchip erreichen würde. Ich habe leider den letzten Part gar nicht mehr so im Kopf. Das ist etwas schlecht. Oh, guck mal, ich habe fast alles entdeckt. Brotherhood, was ist das hier denn? Das will ich jetzt mal wissen. Oh, die Berge wird es ein bisschen schwieriger. So, Boneyard ist das. Los Angeles County, Kalifornien. Alles klar. Willkommen im Aditum, Fremder. Sieh dich vor, wir lassen dich nicht aus den Augen. Ich will gerne eintreten. Aha, Zimmermann hat sicherlich eine Verwendung für dich. Komm rein, aber denk dran, wir lassen dich nicht aus den Augen. Okay, alles gut. Ne, alles gut. Ach, da geht's wieder raus. Der Boneyard. Das hört sich ja sehr, sehr heimelig an. Die Wache von Aditum. Regulator, bleib so stehen. Was? Klau dich mal, was hältst du denn davon? Ich will nur mal gucken, was die haben. Sieh dich vor. Oh, der hat ein Scharfschützengewehr. Und das reicht. Ich habe mir einfach mal ein Scharfschützengewehr geklaut. Was braucht das für Munition? 223er. Das braucht auch 223er. Warte. 11 Pfund. Hä? Was? Schaden unbewegt? Hä? Ach nee, doch, das Jagdgewehr. 8 bis 20 und das hier macht 14 bis 34. Ja, ist es geil. Ist es geil. So, danke schön. Danke für dein Gewehr, dass ich mir das mal klauen durfte. Ich, seht ihr mal, ich hätte es mir teuer kaufen können, aber ich klaue es mir einfach. Wie wär's damit? Einwohner des Aditum. 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 Was ist das, Aditum? Ich dachte, das wäre Boneyard hier. Oh Gott, die labern die ganze Zeit. Bla 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 bla. Oh, Scavenger von Aditum. Hallo, bist du neu hier? Ja, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Okay, was willst du denn wissen? Wer bist du? Ich bin Lorraine. Aha, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Kannst du mir ein paar Informationen über den Boneyard geben? Ja, das war meine große Stadt, Los Angeles war ihr Name, aber die Bomben haben nicht viel davon übrig gelassen. Heute ist hier nur noch die Angels Boneyard, oder der Angels Boneyard. Wir in Aditon kämpfen in diesen Trümmern ums nackte Überleben. Erzähl mir mehr über Los Angeles. Hier lebten viele Menschen, soviel ich weiß, haben sich die Überlebenden in einer großen Höhle, auch Vault genannt, versteckt. Erst Jahre später kamen sie dort wieder raus. Einige von ihnen starteten und die Regulatoren und anschließend das Aditon, während die anderen sich zu den Blades zusammenschlossen. Die Gunrunner sind nicht ursprünglich von hier. Aha, und wo befindet sich diese Vault?
Vermutlich kommen sie aus einer Gegend, die etwas südlich von dir liegt, aber genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube, dass sie weggegangen sind, weil dort alles zerstört war. Die anderen Bewohner im Aditum. Über wen willst du was wissen? John Zimmerman. Zimmerman passt auf unsere Stadt auf. Er sorgt dafür, dass jeder genug zu essen und eine Arbeit hat. Und über was anderes? Caleb. Caleb ist der Anführer der Regulatoren. Seine Aufgabe ist es, Aditum zu beschützen. Er scheint daran etwas Spaß zu haben, etwas mehr Spaß zu haben, als uns lieb ist. Mhm. Miles? Ah, der, unser Chemiker hier. Miles stellt Kugeln her und hat die Wasserdestillierungsanlage gebaut, mit deren Hilfe wir sauberes Wasser aus dem Brunnen bekommen. Im Moment arbeitet er an einer unterirdischen... Bla, ihm fehlen noch ein paar Teile, habe ich nicht lesen können. Naja, Tine. Tine betreibt den Laden, oder Tine. Er befindet sich im Bunker in der Nähe des Tores. Er treibt Handel mit den Hub-Kaufleuten für uns. Und was anderes? Smitty. Smitty ist ein richtiger Bastler. Er kann alles reparieren. Er gießt Kugeln und repariert alles, was hier in der Stadt kaputt geht. Und über was anderes? Von was lebst du? Ich bin ein Scavenger. Ich sammle mit Samael das Zeug aus den Ruinen ein. Das benutzen wir dann zum Bauen oder Handeln. Alles klar. Wie viele Scavenger gibt's denn hier? Oh, hier leben ein halbes Dutzend von uns. Samael war der Erste und ist auch heute noch der Beste. Kann ich dir was anderes fragen? Was lebst du und warum macht das nicht jeder hier? Also, da draußen gibt's die Deathclaws. Dann sind da noch die Regulatoren und einige zum Schutz von Aditum. Ich schätze, die Leute haben hier weder das Geld noch den Mut, einer Deathclaw in die Augen zu blicken. Wie kann man die Deathclaws meiden? Wir plündern nur nach Einbruch der Dunkelheit. Wir sind wirklich Profis. Samael hat sich einen kleinen Test für alle ausgedacht, die ein Scavenger werden möchten. Und wie sieht dieser Test aus? Der Anwärter muss sich tagsüber irgendwo im Aditum verstecken und wenn es Samael nicht gelingt, ihn innerhalb einer Stunde zu finden, darf er an der nächsten Plündertour teilnehmen. Okay. Ja, es scheint geklappt zu haben. Du bist immer noch am Leben. Ja, auch wenn es sehr hart werden kann. Es ist äußerst gefährlich, vor allem wenn du geschnappt wirst. Danke für die Auskunft. Nee, erstmal handeln. Hat sie was zum Handeln? Ja. Die Munition passt gar nicht in die Waffe, aber ist okay. Ist ja... Na, sie ist ja nett. Immerhin redet sie mit mir. Danke für die Auskunft. War nett, mit dir zu reden. Ebenso. Ebenso. Ein Einwohner. Oh, ich werde, glaube ich, mal ein bisschen rasten hier. Es ist 3.33 Uhr. Wir ruhen es mal 4 Stunden aus. Bubulup. Und wir haben schon 7. Was tut denn für einer? Du siehst einen dünnen Mann in einem weißen Kittel. Wer ist das denn? Bestimmt ein Doktor. Ich kann es nicht fassen, dass wir uns getroffen haben. Ich bin Miles. Was kann ich für dich tun? In diesem Kittel siehst du aus wie ein Wissenschaftler. Mit was beschäftigst du dich? Ich bin Chemiker. Zumindest, nee, meistens stelle ich Zündmasse und Pulver her. So können wir die Messinghüllen der Kugeln wieder benutzen. Aber ich plansche auch mit anderen Chemikalien rum. Du stellst also Kugeln für das Aditum her? Jawohl, obwohl Smitty derjenige ist, der die Kugeln gießt. Ich fülle nur die Messinghüllen wieder auf. Aber die Hubhändler profitieren doch von dir und der Stadt. Naja, wir müssen von was leben. Seitdem die Hydroponik-Farms nicht mehr funktionieren, müssen wir die Lebensmittel von den Händlern kaufen. Das Einzige, was wir zum Verkauf anbieten können, sind die Kugeln. Aha. Ich könnte versuchen, die Teile zu besorgen, die man braucht, um die Hydroponik-Farms zu reparieren. Ehrlich? Das wäre wunderbar. Uns fehlen nur noch ein paar Teile, aber wenn du die richtigen Teile auftreiben könntest, wären wir bestimmt in der Lage, autark zu leben. Samael könnte dir dabei helfen, eine Hilfe zu sein. Könnte dir dabei sicher eine Hilfe sein. Okay. Hey, mach ich mal was Nettes. Handeln wir erstmal. Ob ich Teile gefunden habe? Noch nicht. Der hat nur Stimpacks und Kronkorken. Habe ich irgendwas? Die Rüstung vielleicht. Ach, die kostet zu viel. Warte. Warte, warte. Alle, zack. Und das sind 64, 464. Bitteschön, dankeschön. Dann bin ich die auch noch los. Und die Waffe werde ich auch später noch wegkriegen. Na gut, noch nicht. Kann ich schnell wieder was fragen? Du musst mit Samael sprechen. Tagsüber findest du ihn normalerweise in einem Zelt unten in den Bauernhöfen. Oder bei den Bauernhöfen. Naja. Einwohner, Aditum, Aditum, Aditum. Ja. Bei einem Zelt, bei den Bauernhöfen. Wer bist du denn? Eine Wache. Oh, bist du Samael? Du siehst einen Mann in dunkelblauen Klamotten. Hey, ich kann es gar nicht fassen, dass wir uns getroffen haben. Wer bist du? Die sagen alle dasselbe. Ich bin Nan. Sehr erfreut. Man nennt mich Samael. Ah, was machst du hier?
Ich bin ein Scavenger. Meine Aufgabe ist es, den Boneyard nach nützlichen Sachen und nach Informationen abzusuchen. Gefährlicher Job. Warum gefährlich? Nee, wie umgehst du die Deathclaws? Wir arbeiten nur nachts und wir leisten echt gute Arbeit. Aber ich muss zugeben, dass ich immer noch... Was? Dass nicht immer alle wieder zurückkommen. Letzte Woche habe ich einen netten Kerl ausgesandt, der mit ein paar Teilen... Was? Ja. Ja, der nach ein paar Teilen für Miles suchen sollte. Seitdem ist er verschwunden. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er die Teile gefunden hat und dass er sich auf den Rückweg befindet. Ja, das ist schade. Das ist schade. Hast du auch eines der anderen Gebiete ausgekundschaftet? Ich habe ein bisschen was ausgekundschaftet. Über wen willst du was wissen? Über die Blades. Die Blades sind eher eine erbärmliche Erscheinung. Irgendwie kommen sie aber doch zurecht. Und einige von ihnen enden hier im Aditum, wenn sie tun, was die Regulatoren wollen. Und die Deathclaws? Naja, wenn du sie noch nie gesehen hast, sie sind das Böse in Person und machen nichts lieber, als einen armen Scavenger das Herz aus dem Leib zu reißen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es hier irgendwie östlich... Nee, dass es irgendwo östlich der Blades ein Nest von denen sein soll, aber ich hab's noch nicht selber gesehen. Die Gunrunner. Die Gunrunner sind kürzlich in eine große Fabrik im Nordosten gezogen. Ich kann dir leider nicht viel erzählen, weil diese Fabrik von einem Wassergraben umgeben ist, der mit radioaktivem Schlamm gefüllt ist. Außerdem muss man an den Deathclaws vorbeikommen, um dorthin zu kommen. Na super. Die Follower der Apokalypse. Die Follower predigen Frieden und Toleranz. Nette Idee, aber leider nicht zu verwirklichen. Sie leben in einer großen Bibliothek nordwestlich von uns. Und die Kinder der Kathedrale. Die Kinder der Kathedrale leben in einer großen Kirche ein Stück südlich von hier. Dort gehen die merkwürdigsten Sachen vor. Es gehen Kreaturen ein und aus, die absolut nichts Menschliches an sich haben. Okay, wahrscheinlich meint er Ghule? Ja, danke. Ja, kannst du handeln? Natürlich kann er das, aber er hat nichts. Na gut. Okay, dann tschüss. Wo finde ich denn Teile jetzt? Ich dachte, ich muss mit Samuel reden. Ja, was auch immer. Sieh dich vor. Wie die mich alle anquatschen hier, als wäre ich... Wäre ich so einer, der hier einfach an die Sachen geht und sich alles nimmt, was er will. Das hat man nett zu mir. Oh, ein Brecheisen. Endlich mal wieder was gefunden in den Schränken. Ich pack's ja gar nicht, du. Das ist ja mal ein Novum. Lass mich raus. Ich will gerne mal gegen meine Sucht geheilt werden, von der Nuka-Cola-Sucht. Warum werde ich davon abhängig? Hallo Fremder, womit kann ich dienen? Langsam lerne ich die Leute vom Aditum kennen. Ich heiße Chuck, willkommen im Aditum. Ich fürchte, die meisten Leute hier sind Fremden gegenüber nicht allzu aufgeschlossen. Eher das Gegenteil, die sind alle voll offen und quatschen mich an. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das Volk von Aditum ist am Tag ziemlich beschäftigt. Nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, sicher. Ja, ist aber recht wenig los, ne? Die Regulatoren sorgen schon dafür. Das Volk vom Aditum leidet manchmal unter ihren strengen Gesetzen. Und das ist für dich in Ordnung? Ich möchte hierbleiben, deswegen akzeptiere ich die Regulatoren als einen Teil von Aditum. Jedoch tue ich, was ich kann, um ihnen das Leben zu erleichtern. Gibt es sonst noch was man tun kann? Ich bin allein, aber ich tue, was ich kann. Ich rate dir, um das zu kämpfen, an das du glaubst. Aber vor allem denke daran, der Kampf muss sich auch lohnen. Und manchmal liegt der Sieg im Kompromiss und in der Hoffnung. Sonst noch was? Chuck holt seine Tarotkarten raus. Lass mich die Karten befragen. Chuck mischt seine Karten. Chuck zieht eine Karte. Sie zeigt einen Mann mit einem Vibro-Schwert und einer Flagge. Der Prinz der Schwerter im Norden. Du musst einen mächtigen Feind im Norden haben. Glaubst du wirklich daran? Mir hilft es. Wenn du nicht daran glaubst, dann ist das nichts für dich. Ihm ist mir nicht übel, aber es hört sich schwer nach Aberglaube an. Wenn du so denkst, dann brauchen wir uns nicht länger zu unterhalten. Oh Mann, komischer Kauz. Seine Tarotkarten holt er jetzt raus. Keine Zeit zum Labern. Ach, da ist ja noch einer. Hallo. Warte, ich muss mal eben rumrennen zu dir. Ist das alles? Habe ich hier keinen Levelübergang? Ernsthaft? Boneyard Aditum. Komisch. Hallo, ich muss mal ganz kurz hier durch, ja? Wer bist du denn? Ein großen, muskulösen Mann. Ja, bin ich auch. Oh. Also jetzt in echt und so, ne? Oh, guck mal. Hi. Geld. Ich sehe da nur Geld. Das ist für mich alles Geld. So. Nochmal da. Okay, da ist nichts. Guck mal, ich guck mich mal hier um. Das ist schön, ne? Da hast du nichts gegen. Ah.
Dogmeat, lass mich mal dahin. Papa muss mal Schränke ausräumen. Okay, da ist nichts. Ich rede mal ganz kurz mit ihm. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Darf ich nach deinem Namen fragen? Warum? Alle nennen mich einfach Smitty. Wahrscheinlich, weil ich der örtliche Schmied bin. Ich möchte was kaufen. Ich schlag vor, du schaust mal im Geschäft von Tine vorbei, gleich auf der anderen Seite der Tore. Ich verkaufe hier nichts. Ich tausche nur Sachen mit Tine und oder den anderen Hubhändlern gegen die Waren aus. Ich möchte etwas kaufen. Das macht er nicht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Frag nur, wo hast du deine ganze Ausstattung herbekommen? Warum? Jeder kompetente Schmied kann seinen eigenen Amboss herstellen. Natürlich habe ich das Handwerk rein durch Praxis erlernt, aber ich habe die meisten meiner Werkzeuge allein hergestellt. Und was stellst du hier alles her? Meistens stelle ich hier Werkzeuge und Vorrichtungen her und repariere sie. Ich mache auch Dinge für die Hubhändler. Mit Hilfe von Miles, dem Chemiker, lade ich manchmal Kugeln nach. Und kannst du Waffen und Munition herstellen? Für das Herstellen von Waffen und Munition braucht man die nötigen Werkzeuge und die habe ich nicht. Aber zusammen mit Miles, dem Chemiker, kann ich altes Messing erneut laden, das ich in Kugeln gießen kann. Oder da ich Kugeln gießen kann. Das war's, danke. Gewiss. Der sieht aus, guck mal. Der Kopf schon. Man lässt halt einiges erahnen, dieser Schädel. Dieser Schädel lässt mich ein wenig schaudern. Na gut. Leute, ich würde sagen, das reicht für diesen Part. Machen wir nächstes Mal weiter im Boneyard. Hoffentlich habe ich da noch alles so auf die Reihe bekommen. Ich vergesse das ja alles wieder in der Woche, was ich alles gemacht habe. Aber schreibt mir doch gerne, wo ich vielleicht den Wasserchip so herbekommen könnte. Soll ich nochmal in den Hub gehen? Soll ich mich hier weiter umsehen und mal zur Brotherhood marschieren? Ich weiß es nicht. Wäre lustig und wäre super, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst mir ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns zu Fallout.